In diesem Podcast geht es darum, berufliche Hindernisse auf mentaler Ebene aufzudecken und Lösungen wie Möglichkeiten zu besprechen. Alles dreht sich hier um die innere und äußere Klarheit. Das ist der Weg zur langfristigen Klarheit und Leichtigkeit. Willkommen zum Mindleader Podcast. Schuld kennen wir doch alle, oder? Wir haben Schuld an irgendetwas, jemand anders hat Schuld an irgendetwas und was passiert? Es wird debattiert und es gibt viele emotionale Ausbrüche. Das muss gar nicht sein, aber es gehört zum Leben dazu, schließlich sind wir nur Menschen. Willkommen zur heutigen Folge, eine Frage der Schuld. Lass uns mal einsteigen. Hey, meine lieben Mindleader, ja, das Jahr hat gerade erst angefangen und ich packe schon hier wieder was Dickes aus. Das Thema Schuld trifft uns doch immer wieder alle sehr unterschiedlich und dann auch irgendwo immer gleich. Denn oftmals ist es emotional, wenn das Thema Schuld aufkommt. Du hast Schuld, weil XY und so weiter, das kennen wir alle. Und wir dürfen lernen, einen Umgang damit zu finden, wenn wir angeprangert werden oder wenn wir denken, dass jemand anders Schuld hat. Ich würde mal so sagen, dass so gut wie niemand Schuld an irgendetwas hat. Und hier kommt wirklich der Kniff überhaupt. Denn wechsel mal die Perspektive und betrachte diesen Menschen und diese Situation als eine Möglichkeit. Wenn du das als Möglichkeit nutzt, kannst du kaum von Schuld sprechen. Es hängt natürlich von den Kriterien ab, den Umständen ab, aber eben halt auch von der eigenen Perspektive ab. Denn es gibt Schuld im Sinne von, wenn jemand anders ermordet oder ähnliches. Oftmals geht es ja um, wer hat die Tür nicht abgeschlossen, warum wurde die Überweisung nicht getätigt, warum fehlt die Bewerbungsmappe, die ich doch vorbereitet habe und so weiter. Ich möchte dich mal einmal in eine Perspektive reinbringen, wo du vielleicht eher nachvollziehen kannst, dass es nicht um Schuld geht. Stell dir vor, egal welcher Mensch jetzt um dich herum ist, du hast das Gefühl, in einer Situation sagen zu müssen und auch zu fühlen, er, sie hat Schuld daran, dass das nicht geklappt hat. Wie wäre es, wenn du die Perspektive einnimmst und denkst und nachvollziehen kannst, die Person ist vielleicht noch nicht so erfahren in diesem Bereich, hat es noch nicht 10.000 Mal hintereinander gemacht und hat auch vielleicht diese Art und Weise, wie du groß geworden bist und deswegen auf die Sache so guckst, nie erfahren. Dementsprechend kann die Person auch gar nicht so die Verantwortung übernehmen, so das nachvollziehen oder sogar das so planen. Dementsprechend ist das ein komplett anderes Verhalten zu diesem Thema. Für diese Person fühlt sich komplett schuldfrei, weil sie unwissend ist oder weil sie noch nicht so gut geschult ist. Deswegen haben wir auch diesen Klassenkampf draußen in der Welt. Der eine ist besser, der andere ist schlechter, der andere ist schneller, der andere ist langsamer und so weiter. Und wir dürfen lernen, einfach ein eigenes Tempo zu fahren. Wir dürfen lernen, auf die Situation besser zu reagieren oder anders zu reagieren. Und wie kann man diesen starken Wort Schuld einfach mal ein bisschen mehr Leichtigkeit verschaffen? Unter anderem durch diesen Perspektivwechsel. Die Person oder auch du selbst vielleicht, wenn du sagst, oh, jetzt habe ich schon wieder, oh, ich bin schuld daran, jetzt kriege ich bestimmt Ärger. Du hast zum Beispiel etwas falsch gemacht oder nicht ganz richtig ausgeführt, wie du es sehen möchtest. Und das hat seine Konsequenzen. Das ist ganz normal. Das ist kein menschliches Ding, das ist ein natürliches Ding. Wenn du etwas falsch machst, sei es beim Sport, den Pass, beim Fußball, Basketball, was auch immer, den Pass zu luschig gemacht hast, der Gegner fischt den Ball ab. Das ist keine Schuldfrage, sondern das ist eine Timingfrage, das ist eine Trainingsfrage, das ist eine Frage der Erfahrung. Das ist keine Schuldfrage. Ja, du bist schuld, dass der Ball nicht angekommen ist. Der Ball ist definitiv nicht angekommen. Das ist Fakt. Schuld, das ist etwas, was wir Menschen erfunden haben. Es ist ein misslungener Pass. Ende der Geschichte. Wenn du dein Essen kochst und es brät an, also so verbrennt, dann hast du nicht die besten Augen dafür. Dann hast du, also du hast nicht das Thema Talent. Das ist nicht das richtige Wort dafür, sondern du hast nicht diese Schulung gehabt. Du hast nicht diese, sag mal, Ausbildung oder Erfahrung gehabt für sowas. Und die Wichtigkeit auch dessen, wenn es dir keinen Spaß macht, kann es eher passieren, dass es anbrennt. Wenn du keinen Spaß daran hast und du bist im Stress, ja, dann kann es passieren, dass es anbrennt. Das gleiche, Autoschlüssel und Haustürschlüssel vergessen, Tür zu, oh Gott. Warum? Zu schnell, du machst etwas für andere, du bist im Stress, dein Fokus ist nicht mehr das auf das, was wichtig ist, du bist nicht mehr in der Gelassenheit. Und das führt zu
Fehlern, aber nicht zu Schuld. Ein Beispiel aus dem Basketballbereich. Ein wichtiges Spiel hat stattgefunden in den Playoffs in Amerika. Es ging um die Weltmeisterschaft und der Trainer fragte, weil sie noch ein paar Sekunden übrig haben, ob er den Wurf nehmen will beim Basketball. Und er hat gesagt, ja, obwohl er total unerfahren ist, aber sehr talentiert. Er hat den Wurf genommen, nicht nur einmal, sondern viermal und hat nichts getroffen, nicht mal. Also nicht den Ring, nicht das Brett, nicht das Netz, nichts, alles im sogenannten Airball. Ja, also hat nur die Luft getroffen. Und hinterher hat die Presse ihn gefragt, ja, wie er sich fühlt. Also ja, scheiße. Aber er hat die Verantwortung übernommen und steht dahinter. Für ihn ist es keine Schuldfrage, sondern eine Trainingsfrage, eine Ausdauerfrage. Also ist er ins Gym und hat einfach seine Arme dermaßen trainiert, dass seine Arme nach Stunden werfen nicht müde werden. Das war eine Frage der Müdigkeit, deswegen sind die Bälle zu kurz gekommen. Die sind zu kurz gefallen. So, also ist keine Schuldfrage, er begibt sich nicht in die Schuldfrage rein, weil es keine Lösung gibt da drin. Ja, ich bin schuld. Und jetzt? Ja, also geht man das Thema an. Also man schaut, dass man lösungsorientiert denkt und auch lösungsorientiert handelt. Das ist die Lösung dessen. Es gibt keine Schuld. Es gibt einfach nur den Fakt, nicht genug, oft genug gemacht, nicht gut ausgebildet, keine Hingabe dafür, Stressfaktoren spielen damit rein und vieles mehr. Also weg von der Schuldfrage hin zu lösungsorientierten Denken und Handeln. Punkt. Und schon hast du die Lösung. Wenn du selber die Lösung nicht findest, dann hab einen Kreis, die anders denken als du, aber erfolgreich zur Lösung kommen. Ganz simpel. Hast du diesen Kreis? Du musst ihn nicht zu 100% haben. Es geht hier nicht um Schwarz und Weiß, sondern es geht hier darum, dass du ein Umfeld um dich herum hast, das lösungsorientiert denkt und handelt. Und schon hast du einfach mal mehrere Lösungen gratis. Jedes Mal hast du ein Umfeld, was völlig in Unklar mit sich selbst ist und lebt nach dem Motto irgendwie. Dann wird es schwierig für dich, wenn du selber nicht zu einer Lösung kommst. Dann wird es happig. Dann musst du noch mehr Verantwortung übernehmen und dann darfst du noch mehr Verantwortung übernehmen. Also, Schuld existiert nicht, es sei denn, du nimmst es an. Emotional raus aus diesem Thema, faktisch genauso und schaue, was deine Möglichkeiten sind. Ganz simpel. Und wenn du mehr Lösungen haben willst, guck noch mehr andere Videos oder buch eine mentale Begleitung oder hör dir den Podcast an, wie du magst. Ja? Und wie immer, jede Woche gibt es ein gratis Webinar, da kannst du ganz viel über Klarheit erfahren, da kannst du ganz viel über Gelassenheit erfahren in Stressphasen, in Situationen, die dich vielleicht irre machen. Schau einfach vorbei, den Link findest du auf meiner Webseite, den findest du bei Instagram und ich glaube sogar auch bei TikTok, aber ich verlinke den hier in der Infobox auch noch mit dazu. Lass mir gerne einen Like da, wenn dir das Video gefallen hat und natürlich auch abonnieren, wenn du es nicht abonniert hast und damit hilfst du mir definitiv, wenn du das tust. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, eine gute Nacht oder einen schönen Nachmittag, wie auch immer, wenn du es geguckt hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.